Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Crying Destiny und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf der neuen Black Ops Cold War Zombie Karte die Maschine, das Musik-Easter Egg aktivieren könnt. Für das Musik-Easter Egg benötigt ihr drei Kassetten, welche auf der Karte zu finden sind. Die erste Kassette zeige ich euch jetzt hier direkt, die befindet sich im Wohnzimmer bei Nacht der Untoten, also quasi auf der untersten Ebene und dort ist in der Ecke so eine Art Kühlschrank oder Regal, was auch immer das darstellen soll und da seht ihr auch schon die Kassette liegen. Die könnt ihr dann mit eurer Aktionstaste aufnehmen. Die Aktionstaste ist auf der PlayStation die Viereck-Taste, auf dem PC die F-Taste und auf der Xbox die X-Taste. Die zweite Kassette, die findet ihr im Raum, wo ihr auch Speedcooler findet, und zwar in dem einen Nebengang, wo auch das Tagebuch zu finden ist fürs Easter Egg etc. Und dort ist auch ein Regal, wo dann die Kassette liegt, die auch einfach wieder mit eurer Aktionstaste aufsammeln. Die letzte Kassette, die findet ihr bei Pack-a-Punch unten, wenn ihr ganz nach unten geht, wo auch die Werkbank ist. Dort ist so eine Art Generator, wo dann die Kassette oben drauf liegt, die auch wieder einsammelt mit eurer Aktionstaste und schon hört ihr das Musik-Easter Egg. Das Musik-Easter Egg kann ich euch jetzt hier leider nicht abspielen lassen aus Copyright-Gründen. Es ist auf jeden Fall ein Song geschrieben, wieder von Kevin Sherwood, der bislang immer alle die Zombie-Lieder gemacht hat für den Call of Duty Zombie-Modus, featuring Clark as Nova und der Titel des Songs nennt sich Alone. Wenn ihr den gerne hören wollt, dann schaut einfach mal unten in die Beschreibung. Ich habe den verlinkt, denn der Produzent Kevin Sherwood hat das selber auch hochgeladen auf YouTube. Dann kriege ich hier keine Probleme mit Copyright. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, um mich zu unterstützen. Und lasst mir auch gerne einen Kommentar da, wie ihr den Song findet. Falls ihr noch kein Abonnent seid von meinem Kanal, könnt ihr noch unten auf Abonnieren klicken, um alle weiteren Tutorials zu Die Maschine zu sehen. Und auch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, sobald ein neues Video von mir erscheint. Ich bedanke mich fürs zu Ende schauen von diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut da rein und ciao.